Das ist der Fahrstuhl. Und der Meeresspiegel. Vorsichtsmaßnahmen, Major. Nichts anfassen, Adams. Diese Tür hier führt in den Gang zum Stahlgewölbe. Warten Sie bitte hier. Ich bin allergisch gegen Leute, die mir über die Schulter gucken. Schließen Sie die Tür. Außer Ihnen kennt keiner die Öffnungskombination. Nicht einmal Sie? Niemand. Und das Schloss ist so konstruiert, dass schon die geringste Manipulation eines Unbefugten den Spiegel automatisch zerstören würde. Zerstören würde? Es wäre nicht auszudenken, wenn er in falsche Hände gerät. Sie können kommen, meine Herren. Das ist also die Keimzelle der Operation Archimedes. Ja, sieht aus wie in einem Zukunftsroman, nicht? Ich hoffe, Ihre Vorliebe für Zukunftsromane wird Ihnen das Verständnis für meine Erfindung erleichtern, Adams. Wir sind hier 50 Meter tief unter der Erde. Mit Hilfe dieser Periskopachse kann nun der Spiegel bis über die Wasseroberfläche gehoben werden. Wie Adams ohne Zweifel schon längst erkannt hat, ist dies ein Spheroid-Computer. Er steuert den Projektor und stellt ihn elektronisch auf den Zielbereich ein. Rom, Berlin, London, New York, Moskau. Der Brennpunkt des Spiegels lässt sich auf jeden beliebigen Ort richten. Man braucht nur auf diesen Knopf zu drücken, dann